Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge lief nicht alles so wie geplant, weil Ursula bzw. Dagobert ziemlich am Backen waren. Die wollten nicht so recht, aber in dieser Folge werden wir mit Dagobert weitermachen. Genau dich wollte ich sehen. Erinnerst du dich an die Goldmünze, die Ursula mir gegeben hat? Die, von der ich glaubte, dass sie zu einem größeren Schatz gehört? Nun, ich bin mir jetzt sicher und der Schatz wartet darauf, dass wir ihn finden. Aber ich kann mich nicht um den Laden kümmern und nach den Schätzen suchen. Ich brauche also deine Hilfe. Eine Schatzsuche, ich bin dabei. Ja, der Nervenkitzel des Abenteuers. Ich kenne ihn gut. Jetzt nimm die Münze. Vielleicht kannst du mit deiner Magie etwas herausfinden. Vor allem ist das so eine Dagobert-Münze, ne? Die Schatzsuche. Untersuche die Münze. Okay, okay. Also, einmal hier im Wasser. Einmal... Moment, ich mache mir da mal eben ein Bild von. Ich glaube zwar, dass wir das im Inventar dann haben, aber bevor das hier gleich rausspringt und nicht mehr da ist, das wäre nämlich blöd. Viele Bücher. Aber das sieht mir nicht nach... Ist das eine Geheimkammer? Die sehen alle irgendwie nicht so... Nee, das ist gar nicht hier am Wasser, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken. Doch, das ist... Genau der Kopf. Das heißt hier, ich muss wahrscheinlich angeln, oder? Hallo? Ich soll mit dir über deine Erinnerung sprechen. Och, kommt, Leute, ernsthaft. Oh. Jetzt ist das auch verbuggt, oder was? Wir hatten doch schon in der letzten Folge die Probleme. Das ist doch nicht euer Ernst. Es ging so schön los mit diesem Spiel. Ah, jetzt kann ich endlich. Donna und Doria, was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, du warst wie paralysiert, Dagobert. Was hast du mit meiner Münze gemacht, Gameplayerin? Die Münze hat sich in eine Erinnerung verwandelt. Oh, wenn sie sich alle verwandeln, verliere ich bei dem Projekt Geld. Aber das ist erstmal egal. Wenn es sich um eine Erinnerung handelt, dann musst du dem folgen, was sie dir zeigt. Finde heraus, wohin sie dich geführt hat und du wirst den Schatz finden. Ja, wie soll ich das jetzt hier untersuchen? Weil es ist ja eindeutig hier. Das ist... Naja, vielleicht von der rechten Seite aus. So von hier aus ungefähr. Da ist was zum Buddeln. Ah, was war das? Moment. Untersuche... Achso. Ich muss dann... Ah, okay. Anscheinend ist da immer was verbuddelt. Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist jetzt, die vielen Bücher, sind die bei Merlin? Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst viele Bücher hat, aber... Sieh dir diese Streamlight an. Das sagt mir nämlich jetzt von der Optik her eigentlich nichts. Ah, aber es scheint doch hier zu sein. Hä? Aufheben. Ah, okay. Aber ganz ehrlich, das ist hier, aber im Hintergrund waren Bücherregale. Also, das ist schon so ein bisschen verändert hier. So, das Problem ist das andere. Was war das andere? Das ist der Eingang. War das der Eingang hier vom Hauptplatz in die sonnige Ebene? Das wäre hier... Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Nee, das ist aber nicht hier. Skar, könntest du mich jetzt mal 5 Minuten in Ruhe lassen? Nee, das ist am Strand, oder? Vom Strand aus zur friedlichen Wiese, kann das sein? Oh, da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns nochmal eben. Ganz wichtig. Ich bin übrigens am Überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher ändern kann. Ich würde gerne Vaiana hier draufstellen, weil das irgendwie viel passender ist, finde ich, auf so eine kleine Insel.
Und dann gucken, ob ich hier irgendwie so einen Weg hier rüber bauen kann mit irgendwelchen Steinen oder sowas. Das sehe bestimmt ganz cool aus. Das wollte ich nur mal eben erwähnt haben, weil ich jetzt gerade hier bin. Hier, glaube ich. Ah, Moment, da ist auch was zum Ausbuddeln. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Aber das sieht so aus. Oder ist das hier? Das könnte auch hier sein. Die meinen aber jetzt nicht die Höhle da hinten. Weil ich jetzt hier so nichts finde. Nee, da hinten, da sind ja die Sachen davor. Diesen Schädelfelsen oder was das ist? Nee, der ist ja daneben. Ach stimmt, das ist von Maui. Moment, du bist rosa. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ist das der, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe? Nee, auf den schwarzen warte ich. Okay, weitermachen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir dieses Bild angucke, ich muss das mal eben drehen auf dem Handy und vergrößern. So, wenn ich mir dieses Bild angucke, da ist so ein... Kann man das hier auch drauf sehen? Das wollte ich ja nochmal geguckt haben. Eigentlich müsste ich das ja unter Sammlung... Sammlung, schieß mich tot. hier drunter müsste das sein. Hier, genau. Da ist ja so ein Ding drüber. Das sieht halt aus, als ob es von Strand irgendwo hochgeht. Dieses Ding hier sehen wir oben nicht. Also da, wo wir eben waren, war das nicht. Deswegen irritiert mich das so ein bisschen. Aber da, wo wir waren, war eben auch nichts vergraben. Es gibt, glaube ich... Ja doch, da hinten gibt es noch... Aber das hat überhaupt nichts, was jetzt hier irgendwie so rüber geht oder so. Wir gehen aber trotzdem mal hin. Vorsichtshalber. Nehmen die Muscheln hier auch noch mal kurz mit. Weil die finde ich in der Tat doch etwas seltener am Strand. Och ja, back doch nicht da rum. Geh doch einfach auf die andere Seite. Mein Gott. Man ist immer so blöd spawnt. So, nee, also das hier ist es definitiv nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, das ist dieser eine Eingang da hinten, also dieser, wo das so hoch geht, wo wir eben gestanden haben. Was sollte das sonst sein? Es ist nicht der Eingang hier. Ich meine hier, ach so, Moment. Doch, da ist was, was so, das ist doch. Aber da sehe ich nichts. Hier liegt nichts. Das irritiert mich jetzt gerade mit Elsa, mit Anna. Und das ist eindeutig von unten nach oben. Wenn auch bei besserem Wetter. Da ist jetzt was Neues zum Buddeln. Oder war das vorher auch schon? Ich habe es nicht gesehen. Bin mir nicht sicher. Nein, ist das jetzt euer Ernst? Oh. Na gut. Grundgütiger, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Sieht so aus, als ob die Erinnerung uns nicht zum Schatz geführt hat, sondern zu Teilen einer Art Karte. Ich bin mir sicher, ich kann sie zusammensetzen. Lass mich daran arbeiten und ich melde mich danach wieder bei dir. Kannst du gerne machen, aber du bist hochgelevelt. Melde dich sofort. Aber. Ja, wie aber? Gameplayerin, ich habe die Karte wieder zusammengesetzt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um den Schatz zu finden. Wo es einen Schatz gibt, gibt es meist noch mehr Schätze. Ich gebe dir einen Anteil am Gewinn, wenn du mir hilfst. Okay, ich bin soweit. Wie aufregend. Reicher zu werden ist immer aufregend. Obwohl ich die Karte zusammengesetzt habe, hat sie eine Art magische Inschrift, die ich nicht lesen kann. Gehe zu Merlin, er wird wissen, was zu tun ist. Die wären alle sowas von aufgeschmissen, wenn sie Merlin nicht hätten. Zweiter Teil der Schatzsuche. Moment, wo ist Merlin überhaupt? Bist du noch da? Ja. Protten wir mal schnell hin.
So, er kommt auch mit, weil den haben wir ja direkt am Anfang der Folge an uns gebunden, dass er mitkommen muss. So, kennst du das, Merlin? Eine magische Karte. Hm, naja, zeig sie mir. In der Tat. Solche Inschriften habe ich schon mal gesehen. Mit dem richtigen Zauberspruch sollten wir sie lesen können. Higitus, Pigitus, Digitus, so. Die Inschrift besagt, nur wer die Brille der Schatten benutzt, findet, was im Hier und Dort verborgen ist. Finde die Schlüssel und vervollständige sie, damit du den Schatz in den Händen halten kannst. Die Schlüssel? Ganz genau. Es scheint, dass du zwei Teile desselben Schlüssels finden musst und ihn irgendwie reparieren musst. Brille der Schatten? Ich erinnere mich, dass Dagobert so etwas Ähnliches aufbewahrte, als das Vergessen geschah. Du solltest ihn danach fragen. Ein weiteres Rätsel. Keine Sorge, Gameplayerin. Die Magie ist voller Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften gibt. Nimm die Karte und konzentriere deine Magie auf sie. Sie wird dir die wahre Bedeutung offenbaren. Wie ich schon sagte, frage Dagobert nach der Brille der Schatten. Vielleicht erinnert er sich an etwas. Repariere den Schlüssel. Du wirst ihn brauchen. Ja, welche Schlüssel? Ich lüpfe meinen Hut. So, zweiter Teil. Merlin hat die Inschrift auf der Karte enthüllt, nicht wahr? Wie lautet sie? Konzentriere deine Magie auf die Karte. Öffnen. Ein Puzzlestück. Na toll. Und nu? Schatzkartenerinnerung. Benutzen. Boah, ist das euer Ernst. Jetzt muss ich mir hier die nächste Karte abfotografieren. Das merke ich mir doch nie, wo die Sachen sind. Ich meine, ich könnte zwar jetzt immer wieder reingehen, aber das ist ja auch doof. So. Gut, dass ich mein Handy immer neben mir liegen habe, wegen der Zeit. So, das heißt, wir haben einmal unten... Ja, das werden wir leicht finden. Frage Dagobert. Wieso darf ich ihn eigentlich nicht fragen? Wieso kann ich ihn jetzt überhaupt nicht ansprechen? Hallo? Da steht Brille der Schatten. Das muss die spezielle Brille sein, die ich aufbewahrt habe, als das Vergessen geschah. Sie war im Safe eingeschlossen, den du mir geöffnet hast. Nur wer die Kraft des Dreamlight beherrscht, kann sie nutzen. Und du bist die Einzige hier, die das kann. Nimm sie, sie gehört dir. Cool. Ich werde aussehen wie ein Pupp, die Stubenfliege. Ich weiß, dass du die Karte lesen kannst. Wir müssen den Schatz finden. Nicht vergessen, wie bei jedem Schatz markiert das X die Stelle, an der er gefunden werden kann. Nee, echt? Geh und finde den Schatz. Nur du kannst es schaffen. Vergiss nicht, die magische Brille zu tragen. Nur so wird er sich offenbaren. Das war mir schon klar. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich hier endlich mal reden kann. So. Die sieht gar nicht so hässlich aus, wenn man die trägt, wie hier drin. Okay, sie ist sogar lila, also habe ich da jetzt nicht so die Probleme mit. Lichtung des Vertrauens ist unser erster Punkt. Da war das erste Kreuz. Und zwar irgendwo da unten. Wir brauchen eine Truhe und zwei Schlüsselteile. Ich höre was. Frage ist, ist das das Ding? Ist das vergraben? Das ist auch noch so eine Frage. Ja, offenbar ja. Ein Schlüsselteil, okay. Dann muss ich mal eben schauen. Das ist auf der friedlichen Wiese. Nee, friedliche Wiese? Ja, doch, friedliche Wiese. Unten ist das. Nee, es ist gar nicht die friedliche Wiese. Das gehört zum Wald der Tapferkeit. Da, wo wir das von Donald gefunden haben. Also, wo wir dieses Portal hatten. Unten in der Ecke, aber eher so da, wo das Portal ist, laut Karte. Können wir auch wieder was machen? So. So, wir haben die Schlüsselhälfte, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und die Truhe, die ist oben. Das muss ich mal eben gucken. Das ist doch.
oben rechts, oder? Wenn ich das richtig sehe. Das soll der Wasserfall wahrscheinlich sein. Dann soll das hier oben in der Ecke sein. Macht ja irgendwie schon Spaß, ne? Also kann man ja nichts gegen sagen. Was ist das? Abgesehen davon, dass hier noch Gold liegt. Warum sieht das hier so komisch aus und so anders aus? Weil das eine Schatztruhe ist, oder? Das ist ja eine normale Truhe. Veräppeln kann ich mich auch alleine. Du hast alles gefunden, Gameplayerin. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob die Brille wirklich funktionieren würde. Aber es war ein Versuch wert. Also gut, es bleibt nur noch eine letzte Sache zu tun. Du musst den Schlüssel reparieren, damit wir die Tür öffnen können. Oh Gott, was kommt jetzt? Mit ein bisschen Gold sollte man ihn zusammenschweißen können. Goldbarren? Geh und schürfe selbst nach Gold. Komm wieder, wenn der Schlüssel repariert ist. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man das mit Goldbarren machen kann. Geht's noch? Na gut, dann porten wir uns kurz runter. Also schwer war die Sache jetzt nicht. Wenn man jetzt tatsächlich schon die Orte auch alle aufgedeckt hat und schon gespielt hat und so, fand ich es jetzt nicht schwer. Goldbarren will ich aber eigentlich nicht machen. Ich wollte gerade sagen, hier, wir haben doch schon Goldbarren, ne? So, Schlüssel zum Schatz. Den haben wir. Und jetzt? Juhu, wir haben es geschafft. Sogar zusammen. Ich wusste, dass du der perfekte Partner bist. Mit dem Schatz kann ich dann mehr Gegenstände kaufen oder expandieren oder... richtig, ich habe dir deinen Anteil am Schatz versprochen, nicht wahr? 2000! Oh, ich dachte, ich kriege jetzt nur so 50 oder so. Hier ist dein Geschenk als Dankeschön. Damit ist dein Anteil am Schatz sicher. Ah! Wenn du noch weitere Schätze findest, wende dich sofort an deinen Partner für die Schatzsuche. Ja, geil. Neue Möbel freigeschaltet. Das ist ja cool. Ich weiß nicht. Den irgendwo hinstellen. Ach so, mit dir muss ich nochmal eben sprechen. Was ist denn mit dir eigentlich? Du bist noch... Doch, du bist jetzt komplett fertig. Ach, dann war der Tresor tatsächlich das Letzte, was wir machen konnten. Komm mal hier rein. Dagobert, komm mal her. Ich kann da hinten nicht so richtig mit dir sprechen. So, tschüss. So. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, ja, Wiedersehen. Hau ab, los. ich gehe jetzt einfach mal auf die dritte Etage. Da habe ich nämlich noch nichts. Dann schauen wir uns mal in den Tresor an. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie der so aussieht. Mhm. Ja, wenn wir ihn denn finden. Mittlerweile habe ich hier so viele Sachen drin. Teilweise auch doppelt und dreifach. Dieses Bett hier wollte ich gar nicht doppelt kaufen. Das sind so Sachen, ich finde es schade, wirklich sehr, sehr schade, dass man nirgendwo sehen kann, wie oft man etwas schon gekauft hat. Die hier habe ich jetzt bewusst doppelt gekauft. Sternenhocker, also generell so Hocker und so, habe ich auch kein Problem mit. Gut, das hier habe ich jetzt aus Versehen doppelt gekauft. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, das sind so Deko-Sachen. Wo ist denn jetzt der Tresor hin? Wollt ihr mich jetzt hier... Tja, die Liste ist einfach zu lang geworden von den Sachen, die ich mittlerweile bei Dagobert gesuchtet habe. Ach, hier ist er. Oh, ist gar nicht so groß. Ich will den einfach nur mal ansehen. Ah ja, aber es sind schon Goldmünzen drin. Das sind dann wahrscheinlich hier meine 200, nee, 2000, die ich bekommen habe. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Das. Und ich stehe jetzt hier mit der coolen Brille. Können wir da nicht mal eben... ein Foto von machen. Moment. Wo Dagobert gerade jetzt noch hier steht. So, zack, zack. Und dann... Nee, guck nochmal so, wie du gerade geguckt hast. Nicht so vorm Tresor stehen. Yeah, wir sind cool. So, ich weiß nicht, ob das jetzt das Coverfoto wird oder einfach nur Dagobert oder so. Keine Ahnung. Aber die Sonnenbrille ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, die lasse ich erstmal auf. Oder ich weiß es nicht. Achso, ja, das können wir allerdings schon mal wegtun. Ich glaube, ich ziehe sie doch aus. Aber irgendwie steht die mir. Also die ist schon ziemlich cool. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und
Ja, Dagobert haben wir jetzt abgeschlossen. Ich schaue noch mal eben kurz nach. Wir haben Ursula gelevelt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Ich würde aber eigentlich sagen, Scar hat eine neue Aufgabe. Ja, das ist natürlich doof irgendwo. Sie ist aber, glaube ich, auf Level 10 gelevelt, wenn ich mich nicht irre. Genau, Gotel habe ich gelevelt. Dann würde ich normalerweise sagen, dass wir wahrscheinlich mit Gotel als nächstes weitermachen. Oder wenn ich bis dahin Ariel freigeschaltet habe, weil die ist jetzt auf Level 9, glaube ich, aktuell. Da könnte ich auch noch mal kurz gucken. Ja, genau, Level 9. Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich es vorher noch schaffe, bevor ich die nächste Aufnahme mache, Ariel freizuschalten, dann werde ich auf jeden Fall mit Ariel weitermachen, weil das ist, glaube ich, die letzte Aufgabe, die wir... Ja, klar, muss ja, wenn sie auf Level 10 sein muss. Das ist dann die letzte Aufgabe, die wir mit ihr haben. Wenn die nicht so lange dauert, können wir dann vielleicht noch eine andere Aufgabe von Ursula hinterher schieben beispielsweise. Das ist dann so ein bisschen zusammenhängend zumindest. Das ist dann nicht so, als wenn ich jetzt beispielsweise Ariel und, weiß ich nicht, Minimaus nehmen würde, weil das halt so völlig verschiedene Filme und alles auch sind, ne? Deswegen, ja, wenn ich schon das eingehen muss, dass ich tatsächlich zwei verschiedene in einen reinpacken muss, weil ich halt nicht für 10 Minuten dann eine Aufnahme machen möchte und dann nach 10 Minuten sagen muss, so, die Folge ist jetzt zu Ende. Ihr sollt ja auch ein bisschen länger Spaß dran haben, zuzugucken oder Sachen herausfinden, die ihr vielleicht wissen wollt, was ihr jetzt so noch nicht wusstet oder wo ihr nicht wisst, wo die Sachen sind oder ähnliches. Und ja, muss ich mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.